Aber manchmal habe ich gerade bei uns das Gefühl, dass es immer wieder zu diesen Situationen kommt, in denen wir uns vergleichen, in denen wir das Gefühl haben, nicht gut genug zu sein und in denen wir immer wieder an unseren Produkten und Dienstleistungen und an unserer Marketingstrategie rumschrauben, um draußen im Markt gesehen zu werden. Kennst du auch? Du bist nicht allein. Das geht fast allen so. Das geht Menschen so, die solo selbstständig sind. Das geht Gründern so, genauso wie langen Unternehmern, Nachfolgern, welcher Art auch immer sie an Unternehmen führen. Es ist auch egal, ob ich ein Produkt habe, eine Dienstleistung oder ob ich einen Service anbiete oder ob ich in der Produktion bin. Alles spielt keine Rolle, weil verkaufen muss ich das, was ich habe, so oder so täglich. Der Fehler liegt immer daran, dass ich am falschen Ende ansetze. Am falschen Ende heißt, dass ich im Außen schaue, was könnte eventuell mein Kunde brauchen. Ich habe ein Produkt oder eine Dienstleistung, mit der ich mich auf den Weg mache, in den Markt hineingehe. Und kaum, dass ich das gefunden habe, was mich vermeintlich ausmacht, als Unternehmer, als Unternehmerin, als Solo-Selbstständige mit meiner Leistung, die ich anzubieten habe, kaum habe ich das für mich gefunden, schon fange ich an, mich zu verlieren in, wie positioniere ich mich richtig, was ist mein USP, ich vergleiche mich mit meinen Mitbewerbern, ob ich auch in der richtigen Nische bin oder ob die vielleicht ein besseres Produkt haben, ob ich etwas an meinem Produkt, an meiner Dienstleistung verändern müsste, damit ich auch so erfolgreich bin wie die. Und wenn ich das dann vermeintlich für mich gefunden habe, dann gehe ich los und fange an, mein Produkt, meine Dienstleistung in den Markt zu bringen. Kennen wir alle, oder? Dann geht das Thema weiter. Ich mache Marketing. Ich mache mich sichtbar auf allen Social-Media-Kanälen. Ich platziere mein Produkt, meine Dienstleistung. Ich biete das an, was ich anzubieten habe. Mache vielleicht eine gute Content-Strategie, wie es so schön heißt. Und bringe das, was ich mitzugeben habe für diese Welt, bringe ich in den Umlauf. Und warte. Ich warte darauf, dass jemand mein Produkt, meine Dienstleistung kauft. Manchmal habe ich vielleicht Glück und derjenige schlägt zu und sagt, ja, das habe ich gerade gesucht, nehme ich, kaufe ich. Doch wie oft ist es so, dass ich dann trotzdem noch hinter meinen Kunden hinterherlaufe, gefühlt hinterherlaufe und die eben nicht ständig auf mich zukommen und sagen, yes, schön, dass du da bist, ich kaufe jetzt bei dir. Und wie oft ist der Frust groß, dass du dann mitbekommst, er hat oder sie hat jetzt beim Nachbarn gekauft. Das liegt nicht an deinem Produkt. Das liegt auch nicht an deinem Marketing. Das liegt auch nicht daran, ob du dich gut positioniert hast, ob du die richtige Nische gefunden hast. Das Geheimnis dabei ist, es liegt ganz allein an dir und an deiner Energie. Jetzt denkst du vielleicht, boah, jetzt kommst du mit dem Energiethema um die Ecke, jetzt werden wir hier spirituell. Vielleicht ein kleines bisschen. Doch Energie ist messbar. Und es heißt schon seit Albert Einstein, da wo ich Energie raus eingebe, kommt auch Energie wieder raus. Es fragt sich nur, an welcher Stelle. Wenn ich also ganz, ganz, ganz viel Marketing mache, auch vielleicht ganz viel Marketingbudget habe, kommt irgendwann was zurück. Vielleicht nicht sofort und vielleicht auch nicht an der Stelle, wo ich es gerade erwartet habe. Aber es kommt etwas zurück. Und daran siehst du, dass Energie in Bewegung ist und sie im Austausch ist. Und irgendetwas, wenn du etwas reingibst, auch etwas zurückkommt. Jetzt ist die Frage, ob das zurückkommt, was du dir gerade gewünscht hast. Ist es dein Traumkunde? Ist es der Kunde, der genau das jetzt bei dir kauft und bestellt, was du gerne in die Welt tragen möchtest? Oder ist es etwas, was der Kunde dir sagt, was er braucht und du machst es, weil du mit ihm Geld verdienen musst? Wenn all diese Themen auf dich zutreffen oder auch nur gelegentlich zutreffen, dann bist du nicht in deiner Energie. Dann bist du nicht in deiner Schwingungsfrequenz, die für andere anziehend ist. Dann kannst du keinen Sog ausüben. Wie bekomme ich es jetzt hin, dass ich Sog ausübe und dass die Menschen zu mir kommen wollen, weil sie fühlen, weil sie spüren, weil sie das Gefühl haben, bei dir gut aufgehoben zu sein. Wie mache ich mich anziehend? Wie bin ich unwiderstehlich?
Wie bin ich nahezu magnetisch für mein Umfeld, für meine richtigen Kunden, auf die ich Lust habe, sie zu begleiten und die auch Lust haben, auf mich oder auf dich, sich von dir und mir begleiten zu lassen.